Ja, und damit sind uns sehr, sehr, sehr viele Gebiete auch in diesem Tempel offen. Einfach, ja, nur weil wir das Dungeon-Item haben. Und, ja, das ist schön. Das ist echt schön. Ich frage mich nur gerade, wo ist der verdammte Kompass? Ich brauche meinen Kompass. Das ist ziemlich schnell. Okay. Hi du. Ciao. Gegner. Gegner trollen ist meine liebste, meine liebste Zeitbeschäftigung. Oh, ich sollte da nicht lange. Ich sollte da hinaufgehen. Ah, 5er der Obi-Fort und der 10er, den ich noch fangen kann. Okay. Das ist gut. Sehr gut. Ja. Es schaut danach aus, als würden wir jetzt endlich weiterkommen. Zum Glück. Ah. Außerdem, ich glaube, wir können jetzt eine Runde draußen schwimmen gehen. Soweit ich mich erinnert. Ah, sehr geil. Da sind ein Haufen Gegner. Bin mir noch nicht ganz sicher, ob da Schätze auch sind. Also, nicht ganz sicher. Ja, ein paar Zehner und sowas. Ein paar herumliegende. Ist ansonsten irgendwas da? Bin mir da über dessen überhaupt nicht im Klaren. Ich brauche ja die Karte. Ah, Karte, was rede ich? Das andere Ding. Ihr wisst schon, was ich mache. Na gut, ist das der Weg nach draußen? Ja, ich möchte nicht zu schnell. Fuck. Na! Ich habe gerade Probleme mit der Steuerung. Und das ist nicht gut. Ah, das geht. Okay. Aber ich müsste da auf. Okay, ich glaube, ich habe es geschafft. Nope, schaut nicht so aus. Muss ich echt da? Noch näher. Moment. What the fuck? Sag jetzt nicht, ich hab das Spiel geglitscht oder so. Dann drei durch. Bin mir ziemlich sicher, dass ich das in Sichtweite hab. Ja. Hat das gerade getestet von denen? Sehr schräg. Sehr schräg. Na gut, was ist mein Ziel? Ich muss jetzt das Wasser... Ah ja. Ich muss da rüber. Also ganz rüber. Aber das kann ich im Moment nicht. Und deswegen muss ich zuallererst das. Ups. Na gut, schaut so aus, als wären wir jetzt endlich weiterkommen. Hat ja lang genug gebraucht. Aber. Moment. Das Ding da oben muss ich mir auch noch holen. Wird lustig. Na gut, du stirbst. Und dann. Ja, weißt du was? Zerstehst. Obwohl, das war eine schlechte Idee. Naja, was ist? Ah nein, es geht noch. Sehr gut. Weil ich möchte zusätzlich auch da hinauf. Weil, ja, ihr seht sie sehr. Da ist eine Kiste. Und die würde ich gerne öffnen von der richtigen Seite. Und mir daraus das Herzteil schnappen. Ich weiß nicht, das Würfelte, aber es ist irgendwas mit 4. Also 14, 19, 9. Und ja, das ist schön. So, ich glaube, ich muss da lang. Ja, genau, köpfelt in der Brücke hinein. Alter, hin und wieder denke ich echt, der Link ist hin und wieder wahnsinnig. Sehr heroisch, aber wahnsinnig. Oder mutig. Eins von denen. Ich glaube, mutig würde der Link selbst gern lieber hören, aber manchmal ist echt nur wahnwitzig, was der da macht. Wir haben schon mal gesehen, wie der Typ einen Köpfler in harten Boden eingemacht hat. Das hat nicht unbedingt gut getan. Das war nicht so cool. Na gut. Genug der Scherze. Ich sehe nämlich einen weiteren Schatz, den ich mal gern holen möchte.
Ich hab keine Reichweite da mehr. Da schon. Was muss ich in dem Raum nochmal machen? Gott, manchmal da konnte ich echt sagen, dass alle Räume die blödesten sind, was es gibt. Moment, das geht, glaube ich. Ja, das geht. Haha, es geht. Na, Wasserbomben. Habe ich nicht gerade Wasserbomben verschwendet an irgendwas? Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ah, nein, doch nicht. So, würde ich gerade sagen, ah, da drüben ist ein Schatz, aber dem war wohl nicht so. Aber ich kann da hinauf. Sehr gut. Kann ich noch wo hinauf? Ich glaube, ich muss ganz hinauf. Ja, sehr gut. Okay, ich sehe einen Schatz. Ich sehe... Ja, dann gehen wir zum Schatz. Wäre schon gut gehen. Na, kommst du her? Ein 20er, wie nett. schön. So, die Frage ist, was jetzt? Ich muss da hinauf. Da hinüber. Aber so weit, da springe ich nicht. Ist zu weit. Sieht man ja mit bloßem Auge. Das könnte sie aber ausgehen. Ja, das könnte sie ausgehen. Die Tür einfach auf den kleinen Spalt. Wie bereits gesagt, es könnte sich ausgehen. Ja, 10er. Und 9er. Cool. Trostpreis. Kann ich doch gleich rüber? Ich glaube nicht. Aber ich muss testen. Weil es ist... ich glaube nicht. Was ist da unter mir? Was würde passieren, wenn ich da jetzt hinunterfall? Ich muss austesten. Ich muss austesten. Wenn ich schon so geil land. Ja, ich kann. Ich glaube nicht, dass das der gedachte Weg ist. Aber ja, wenn ich da bin, dann nehme ich den Weg. Ich glaube, dass man vorhin ja, oben etwas tun sollte. Normalerweise. Aber wenn ich schon da bin, dann sage ich auch nicht, ne? Okay, die Frage ist, was jetzt? Noch mehr Geld. Als hätte ich nicht schon genug Geld. Ich höre Gegner. Sehe aber keine. Das ist immer das Schrecklichste, was es gibt. Ah, da ist einer. Ah, ich bin zu nah. Boah, der hat mir jetzt fast umgebracht. Nicht sehr cool. Dafür muss ich sterben. Sorry. Versink ich da? Nicht wirklich. Aber ist okay. Ah, genau. Das können wir jetzt auch tun. Die Gegner vernichten. Endlich. Bringen uns verdammt viel Geld übrigens ein. Also ein 10er, 5er und so ähnliches. Das ist Standard-Spawn. Bei denen Gegner. Ich glaube... mit wie viel Rubine habe ich eigentlich die Folge gestartet? Also... der Tempel, der... ja... Wenn ich die Folge nochmal neu starten könnte, dann würde ich wahrscheinlich... ja, alle meine Rubine loswerden und dann nochmal in den Tempel reinigen. So, jetzt habe ich noch ein Problem. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade mache. Ah, jetzt habe ich eine Ahnung. Ich muss nämlich... ah... den Gegner da vernichten. Ja, dieser Gegner. Und dann kann man den Gegner auch aufheben, wenn man sie nicht ungeschickt anstellt. Und ja, dazu bewerfen. Aber ja, da ich selbst auch Wasserbomben besitze,
tue ich das mal. Fuck. Störerhand. Boah. Okay. Sehr gut. Sehr gut. Und was jetzt? Hinauf? Hinunter? Ich schau mal das von oben an. Ich glaube, oben sollte etwas sein. Ja, haben wir recht. Da haben wir nämlich eine weitere Wasserbombe. Als hätte ich nicht genug. Also manchmal sind die Spiele schon sehr, sehr, ja. Sie lassen da viel Freiraum. Nennen wir mal das Ganze so. Also, verdammt viel Freiraum. Oh, so einer. Nicht zu nahe. Während sie elektrisch geladen sind, bitte nicht mit dem Greifhaken zu will. Es ist zwar relativ logisch, was ich da gerade sage, aber... Ja. Na gut. Aber... Schaut aus, als könnten wir vielleicht eher was machen. Vielleicht. Oh shit. Ich muss da weg! Cool, da weg. Oh nein. Hä? Ah nein, ich muss von oben hier fallen. So ist es. Ich muss von oben fallen. Richtig. Das ist nur der Weg zurück. Hm. Habe ich das in meinem ursprünglichen Let's Play auch gemacht? Ich glaube schon. Und dann passieren mir solche Sachen. Ich sollte nicht zu hastig werden, weil es passiert sowas. Ich weiß ja ganz genau, da geht der 10er gerade verloren. Aber der stört mir nicht, weil ich krieg sowieso nur Max Rubine. Und deswegen, ja, stört mir das überhaupt gerade im Moment nicht. Na gut, aber demnach schaut so aus, als wäre das der Richtige. Ah, okay. Und ja, ich schwimme mal da entlang. Na, den Gegner ignoriere ich mal. Ja, ja, versuche mich zu essen. Es ist nicht so tragisch. Ah, sehr gut. Da wollte ich lang. Oh, noch so einer. Okay, cool. Die kann man übrigens auch mit dem Greifhaken super vernichten. Und ja, ist auch tot. Oh, Pfeile. Cool. Und noch mehr Geld. Yay. Hört ihr meine Begeisterung in meiner Stimme? Yay. Na wirklich. Im verdammten Wassertempel werden wir einfach reich. Das ist leider so. So. Was gibt's jetzt dazu mal? Schaust du auf? Warum schaust du auf? Sag mir, Link, warum schaust du hinauf? Aha! Weil, ja, da kommen wir einfach hinunter. Und ich mach's per coole Art. Und irgendwie habe ich jetzt zum Bruch den Masterschlüssel vor den Kompass zu kriegen. Okay, stört mich nicht weiter. Stört mir überhaupt nicht. Jetzt muss ich aber noch ganz kurz was ausprobieren. Wo ist die Angel? Jetzt ist das falsche Ding klick. Okay, es geht. Ah. Ich möchte nämlich nur geschwind was herzeigen. Hier gibt's nämlich Knochenfische. Für diesen Fisch besteht ein Fangbüro. Deshalb erhält euch keinen Eintrag im Dings. Ja. Das sind Gegner. Die schaden dir. Besser nicht zu viel Spaß mit diesen Gegnern haben, weil. Ja, sonst hat man genau vielleicht später noch ein Problem. So da. Aber da wir jetzt einen Masterschlüssel haben, würde ich jetzt sagen, wir gehen einfach da hinaus. Du stirbst. Dann gibst du wahrscheinlich meinen letzten 10er, den ich nicht dran kann. Doch nicht? Okay. Ah, sehr gut. 1000 Rubine. Stimmt, irgendwas war ja da. In der alten Version hat ja... Na, Moment. Ist das nicht die Abkürzung zurück? War nicht irgendwo eine Abkürzung zurück?
komme nicht mehr hinein. Egal. Ja, das ist, glaube ich, Abkürzung zurück. Im alten Zelda, also im alten Zelda, was sage ich, Wii-Version und Gamecube gleichermaßen, hat man eben, wenn man volle Rubine gehabt hat oder die nicht mehr tragen hat können zumindest, dass ja, man dann ja, den Schatz einfach liegen lässt. Das war damals so. Boah, es geht sich auch noch knapp los. Und ja. Das hoffe ich, dass das nicht der Fall ist. Ich glaube, das war Fee. Ja, das war Fee Nummer 1. Okay. Den ganz schleißigen Fehler, die erste Fee verbrauchen, ist sehr bitter. Okay, höher zielen. Na, das ist zu niedrig. Muss ich näher. Das geht sich aus. Okay. Muss jetzt aber da. Da war die Scheißwand. Nicht hinunter. Rechts habe ich gesagt. Okay. Na gut. Endlich sind wir in dem Raum, da wo ich ursprünglich hin wollte. Ah, noch so geht's. Na cool. Hi du. Bye du. Nice. Okay. Die geben mir auch immer Pfeile her. Na gut, in dem Fall wäre es sogar brauchen. Ich habe jetzt nur keine Bombenpfeile mehr ausgerüstet. Ich brauche halt einen Slot mehr, das wäre sehr, sehr, sehr hilfreich. Na gut, da. Ist da nichts? Na, schaut nicht so aus. Komisch. Wieder hinauf. Nein! Kann ich da hinauf? Nein. Hä? Es hat gerade wie Schadenanimation ausgeschaut. Als hätte ich Schaden genommen. Na, das ist echt nix. Ist da etwas? Na, aber Gegner. Okay, alle tot. Nice. Oh! Link, was stößt denn schon wieder an? Schnappt sie doch einfach kein Rubin. Und Link. Na gut. Da noch geschwind hinauf. Ah, noch einer. Ey, das sind sogar zwei in dem Raum. Na gut, dann sterbt ihr beiden. Und dann was? Kann ich... Oh! Ich kann mich entlanghangeln. Cool. Ja, das ist echt cool. Na gut. Ja, ihr kennt die Prozedur eh schon. Den ganzen Weg da hinaufgehen. Zum Glück fließt eh noch kein Wasser. Was ist das? Oh nein, da ist nichts. Okay. Na, schräg. Und ja, diesmal sind wir zum Glück schon mit Greifhard unterwegs. Und ja, da sind halt ein paar andere Gegner und die stören halt ein bisschen. Aber nicht zu sehr. Man muss halt ein bisschen drauf aufpassen. Aber ansonsten ist es schon okay. So, dann da halt weiter hinauf. Den ausweichen. Ganz easy, ganz easy. Ja, da hat sich, glaube ich, gerade einer selbst gemordet. Cool. So, du gehst da weg. Danke. So, dann schnappen wir mal geschwind die Kiste. Danke. Kiste. Mit noch mehr Wasserbomben. Bin ich nicht? Na, ohne Filmer. Super. Na gut, aber bevor ich jetzt irgendwas anderes anstelle, hol ich mal die Kiste da oben. Ist da jetzt der Kompass drin? Wenn ja, dann drei durch. Da ist der Kompass drinnen, oder? Da ist der verdammte Kompass drinnen. Okay, okay. Na gut, aber den Schalter da oben müssen wir natürlich auch noch aktivieren, weil sonst wäre das ja alles ein bisschen sinnlos, die ganze Reise gewesen. Weil nur für den Kompass
Ja, ich weiß nicht, bin ich mir nicht ganz sicher über das. Aber ja, ich glaube, wir müssen jetzt den Weg hinuntergehen. Ich habe nur eine Empfehlung für das. Weil wir die Gegner am Tag gelassen haben, empfehle ich, dass wir direkt hinuntergehen. Und das sind die Knochenfische. Die bösen, bösen Knochenfische. Na gut, aber, ja, schaut gut aus. Ich hoffe jetzt nur, dass wir keine Fischilens fressen oder so ähnlich. Okay, nichts passiert. So, wo will ich hinaus? Diese Seite. Ja, schaut super aus. Ich glaube, ich habe fast alles erledigt. Ich glaube, da ist noch ein Schatz. Ja, ich sehe ihn sogar. Ich brauche aber diesen Schatz. Sowas? Ich hoffe, ich brauche Bombenpfeile nicht mehr. Wow, spinnst du? Au, spinnst du? Nein, im Ernst. Können die Gegner eigentlich auch mein Schwert schlagen? Jetzt muss ich es ausprobieren. Na, okay. Ich wollte es noch einmal ausprobieren. Das habe ich noch nicht da. Oh, ein 20er. Okay, na? Ich kann Rubine tragen. Also, nicht mal wirklich, aber ich tue es einfach in meinen imaginären. Ich schmeiß es einfach auf den Boden zurück. So in etwa. So darf man sich das vorstellen. Hauptsache, ich bin schon wieder voll mit die scheiß Rubine. Okay, diese verschlossene Kiste, die muss ich mal holen. Ah, sehr gut. Und damit dreht sich auch das ganze Ding, was die Fortbewegung in diesem unteren Raum und im oberen Raum deutlich einfacher macht. So, du musst sterben. Bye, bye. Manchmal bin ich echt böse. Und du musst auch sterben. Bye, bye. Hauptsache, ich töte beide auf die gleiche Methode. Na gut, nicht so tragisch. Da ist auf jeden Fall noch ein Schatz, den ich entweder übersehen habe oder einfach nicht gesehen habe. Ich weiß. Ja, Schleime. Ja. Ich könnte zwar den roten neu auffüllen. Ich sollte den roten neu auffüllen. Nope, zu spät. Mit Wasser kann ich nicht viel anfangen. Ich kann Dinge damit begießen, ja, das stimmt schon. Aber was das jetzt wirklich bringen soll, bin ich mir nicht sicher. Okay. Moment. Achso, da oben. Hä? Das ist nur ein Schatz. Wir kommen da rüber, ich glaube, wenn ich. Ja, wisst was? Ich bin leider so. Ich muss alle Schätze in dem Tempel haben, was das dreht durch. Es geht nicht anders. Und ich sehe da einen Schatz. Das ärgert mich. Okay, das ist ein neuer Gegner, das stört mich nicht. Aber. Ja, das wäre wahrscheinlich so ein Stempel sein. Nein, no. Was ist das? Bomben? Ich brauche keine Bomben. Brauche keine Gegner. Wäre sehr cool, wenn es verschwinden wird. Ah, du störst. Hm? Aha. Nein, ich glaube, ich muss da durch. Pfeile? Ja, warum nicht? Okay, ich muss mal ganz kurz auf die Karte schauen. Wo war man noch nicht? Na, da muss ich nochmal auf. Das ist der lästigste Raum von allen. Und da muss ich auch noch rüber. Und da ist auch ein Schatz. Und da findet man den Boss. Okay, na, so viel ist doch nicht mehr. Muss noch einmal linke Seite ganz auf. Und dann, ja. Wollt ihr den Weg sehen? Ich glaube, ich wollte den Weg nicht sehen. Ich gehe einfach per Cut zurück. Also in den Hub-Raum. Ich glaube, der Weg ist nicht so spannend.
Also ja, bis gleich. Okay, und damit sind wir wieder im Hubraum, Mittelraum, was auch immer, wie man es nennen will. Und ja, wir haben ab sofort dadurch auch Zugang zum Boss gekriegt. Aber der Boss, der muss noch ein bisschen auf uns warten, weil ja, ich muss noch zwei kleine Sachen erledigen. Wie zum Beispiel, muss ich auf die gegenüberliegende Seite jetzt kommen. Also, werde ich das auch gleich machen. Ist das Gescheiteste, wenn ich es so tue? Nein, ist nicht gescheit. Hä? Was mache ich gerade? Nein, das ist überhaupt nicht gescheit. Wie komme ich auf die gegenüberliegende Seite? Moment. Ich glaube, da ist der einfachste Weg. Und ja, ein paar Schätze muss ich noch aus diesem Tempel rausholen. Und ja, einer davon ist sogar verdammt wichtig. Und ja, deswegen... Ja, habe ich gerade keine andere Wahl, außer das einfach zu tun. Ist gerade so. Ja, also ja, werden wir uns wahrscheinlich wieder... Ja, wisst ihr was? Ich werde mal den Anfangsteil von der Besteigung sozusagen herzeigen. Ich glaube, das ist das Gescheiteste. Okay, und willkommen im Besteigungsraum. Ihr kennt den Raum wahrscheinlich schon. Ich habe ihn nämlich sehr, sehr leidenschaftlich erwähnt. Und ich werde jetzt kurz herzeigen, was passiert, was, wenn man einfach so das probiert. Das ist kein gutes Ergebnis, wie ihr sehen könnt. Und ja, das heißt, dass man so und dann so aufmarschiert. Und das den ganzen Leben langen Weg. Man kann natürlich das Ganze teils abkürzen mit den Greifschalter-Dinger, aber ja, das geht auch nur teils. Man kann rollen. Aber ja, diese Besteigung dauert ziemlich lang und dementsprechend werde ich auch euch dieses Ding da ersparen, weil es ist echter. Ja, wer sie gedacht hat, das ist eine gute Idee, den muss ich umbringen. Na wirklich. Ich greife jetzt drauf und wir sehen uns dann eine halbe Stunde später. Ungefähr. Okay, schaut so aus, als hätten wir es endlich geschafft. Ich glaube, ob hier kann man mit Sicherheit die Dinger abrüsten, glaube ich jetzt einmal. Ich werde das dann später noch austesten, sobald ich da den Dings habe, weil das ist mir ein sehr wichtiges Anliegen, dass ich das safe kriege. Weil, da kriegt man das Hylianische J, was, ja, definitiv okay ist zum Kriegen. So, und da teste ich jetzt aus, ob wann es nicht mehr safe ist, dass man die Stiefel nicht mehr anhat. Ich glaube, ab dem Zeitpunkt, dass man auf das Dings da steigt. Gibt's das? Da sollte jetzt rutschen. Na? Nein, wenn nicht? Nein, wenn nicht? Na? Na? Ah, okay. Na, ist ziemlich ein weiter Weg, was man machen kann, ohne dass man weg da rutscht. Na gut. Dann haben wir es doch irgendwie zweimal gesehen, die kleine Rutschpartie. Ist auch nicht schlecht. Weil ich hab's zweite Mal, bin ich einfach hinuntergesprungen. Ja, na, ist so. Na gut, aber der Grund, warum ich irgendwie nicht weggecuttet habe, ist, weil eben direkt unter uns, ich habe gerade Schleim gehört, den sollte ich fangen. Wurscht, nicht so tragisch. Weil eben direkt unter uns noch etwas ist, das ich gerne haben möchte. Aber ich das zuallererst noch vorbereiten muss. Und das habe ich gerade vergessen. Toll, nicht? Na gut, dann mach ich das geschwind. Der Gegner lebt auch noch immer. Den habe ich nie. Den habe ich echt nie zerstört. Hab mich nicht gefreut. Komisch. Na gut, aber zur Vorbereitung für den nächsten Schatz muss man ja einfach da das Wasser da hineinfließen lassen. Und dann ist alles vorbereitet. So, du? Sehr gut. Weil, ja, dadurch steigt eben da unten auch der Wasserspiegel, ganz logischerweise, weil, ja, und wir kriegen eine Brücke dadurch. Praktisch, nicht? Und die Brücke ist eine verdammt wichtige.
Weil sonst kennen wir da glaube ich gar nicht rum. Ja, wollte ich zwar nicht so, aber wurscht. Gehen wir halt so. Stört mich gerade nicht. Für was ist der Wasserspiegel hoch in dem Raum? So, der Gegner will mich wahrscheinlich attackieren. Also wer denn los? Oh, da wollen mich gleich mehreres attackieren. Schau dir das an. Also was heißt mehreres? Ganz viele. Okay, dann kriegt sie eine Wirbelattacke. Und noch einer, okay. Na gut, auf jeden Fall. Ein Druck auf diesen Schalter. Öffnet das Tor. Nett, gell? Aber schließt es euch. Das ist ein Problem. Aber für diesen Zweck gibt es ja einen Greifhaken. Mich stört nur, dass der Gegner mich angreifen will. Und dementsprechend werde ich den zuerst los. Stirb. Oh yeah. Cooler Abgang, Link. Cooler Abgang. Na gut. Da hineinzielen und durch. Ja, das war schnell genug. Weil in dieser Schatztruhe befindet sich eins der eher wichtigeren, nämlich ein Herzteil. Ja. 9 Herzen, oder? Ich glaube, ich habe ihn nicht verzählt. Das war übrigens pure Absicht. Wer sich gerade wundert, sind die 9 Herzen jetzt Absicht oder nicht? Na, das ist absolut pure Absicht. So, ich glaube aber, dass ich noch einen Schatz übrig habe. Und das ist eben jener in der Mitte B1. Sehr gut. Dann würde ich sagen, zurück zum Hub. Und ja, das wird cool. Das wird echt cool. Ups, wieder ein Nerf. Das wäre optimal. Sehr gut. Ah, endlich. Eins kann ich euch schon mal sagen, wir sind schon fast fertig mit dem Tempel. Also, wir haben ja schon Zugang zum Bossraum. Das ist ja schon da, schon alles da. Und Tatsache ist, das nächste Ziel ist sogar der Bossraum. Ja, ja, ganz richtig. Moment, komme ich da jetzt gar nicht gescheit raus? Oh, sehr schräg. Muss ich so gehen? Na gut, stört mich nicht weiter. Weil ich möchte jetzt da hinunter. Na, mach ich mir nicht. Wow, spinnst du eigentlich? What? What happened? I made a mistake. This happened. Oh, und das sind Knochenfische. Die wollen mich töten. Spitzis. Okay. Ja, ich gehe einfach in den Raum hinein und sollte mich nicht weiterhin stören. Oh, eine Fee. Habe ich nicht eine leere Flasche? Ich glaube schon. Sehr gut. Sie gibt mir Herzen, wenn ich es am nötigsten habe. Moment, irgendwas fehlt mir da noch. Ich sollte da nicht hinuntergehen, gell? Na? Das ist ein Point of No Return. Ich muss da hinunter. Oh, das ärgert mich. Bye! Ich bin weg. Nicht zu weit hinunter. Du weißt nämlich, dass da noch Schatz ist. Ah, da ist er, ja. Ich weiß. Da, da. Ah, sehr gut. Das hylianische K. Das wollte ich noch. Unbedingt. So. Aber jetzt bin ich weg vor dem Tempel. Aber sowas vor. Und hinein zum Boss. Los geht's. Oh. Okay, nichts hier. Gut, gehen wir auf. Aha. Wow, das ist ein Raum. Bist du wahnsinnig? Der ist groß. Und ich sehe schon so ein Tentakel-Ding. Oh, Tentakelmonster. Das ist aber so. Ich sollte nicht zu nahe gehen. Ein bisschen ausweichend. Okay.
elektrisches Tentakelmonster. Klassiker für einen Wassertempel. Oh. Aha. Du kommst mir bekannt vor. Oder? Oder auch nicht, der Urzeitfisch Octopesco. Ja, das ist ein Ding, der ist groß. Und ja, die beste Strategie ist, ja, Enterhaken draufhauen, Enterhaken draufhauen. Bis das er Bombenfische loslässt. Aber selbst dann ist es noch immer die gleiche Strategie. Hab mir da gerade was gehört? Ich hab's irgendwas gesehen. Naja, egal. Der wichtige Punkt ist, wir sind jetzt in Phase 2. Ein echter Urzeitfisch, oh ja. Ah, da hat sie das Auge versteckt. Okay, muss ich mal merken. Weil, ab jetzt sind die ja, Eisenstiefel nicht mehr so nützlich. Und ja, wir müssen zum schwimmenden Kampf gehen. Die beste Strategie, die es dafür gibt, bleib in der Nähe und eher über ihn. Und ja, du bist halt nicht so schnell wie er, wie man sehen kann. Aber, wenn man dann... Ah, verdammt. Ja, Midna, ich weiß, was ich zu tun habe. Ja, eben. Ich probiere das gerade. Du hast mich gerade unterbrochen in meinen schönen, wunderschönen Schwimmfluss. Boah, was soll ich. Okay, und wenn man das geschafft hat, dann kann man draufhauen und nochmal. Und weil es so lustig ist, gleich nochmal. Dann schmeißt er die wieder aus. Na gut. Nicht sehr störend, weil das ist eben ein Rinse and Repeat. Ach, dang it. Bisschen mehr über ihr Mossekämmer. Muss ich ein bisschen abkürzen, ich hoffe, es wird gut gehen. Jawohl, geschafft. Ah, schaut, geht noch nicht. Erst in der nächsten Phase. Upp, er wirft mich schon wieder ab. Was ist mit dem? Wo ist er hin? Da, okay. Klapp. Ja, es geht hier aus, sehr gut. Und damit... Ich liebe den Fangstoß. So geil. Oh, er hat seinen Schädel an. Das ist böse. Tja, und das Wasser geht weg. Ist das gut für den Höhlenjäger? Moment, ist das überhaupt technisch möglich? Ist nicht der Hylia-See da rundherum? Oh, naja, was soll's? Ein Herzcontainer. Was soll? Bringt uns dann auf 10 Herzen. Hm. Und natürlich das Ding, das Midna wollte. Ein weiterer Schattenkristall. Ja, der schaut aus wie der Maske. Ja. Da ist er ja, der letzte Schattenkristall. Versprochen ist versprochen. Also gib ihn mir schon, ja? Jetzt schau mich nichts an, ich brauche ihn nur nochmal. Dafür werde ich dir auch helfen, mit Zanto klarzukommen. Ist ja schrecklich, wie es sich dir als König der Schatten aufspielt. Seine magischen Kräfte sind nicht seine eigenen. Und mit diesem Teil werde ich es dir das beweisen. Ist doch in Ordnung, oder? Also, ich habe jetzt, was ich wollte. Tut mir leid, dass ich dich bis jetzt so hin und her gescheucht habe. Na, ist okay. Ist definitiv okay, Midna. Also gut, gehen wir? Ja,
Klingt noch ein Plan, Madnob. Klingt definitiv noch ein Plan. Aber zuvor tue ich mir mein Vieh weg, weil das stört mich unheimlich, wenn das davor ist. Und ich schnapp mir meinen Herzcontainer. Und weil ich lustig bin, rüste ich noch geschwind meine andere Rüstung aus, weil das mag ich nicht. So mit dem Wasserding herumrennen. Wie schaut's mit der Zeit aus? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Kurz kontrollieren. Moment. Ja, na, wird spannend. Entweder ich mach's in 240er Folgen oder eben anders. Aber ich kann da jetzt gerade schwierig abbrechen, also muss ich noch eine Folge aufnehmen. Aber ich bedanke mich trotzdem bei euch fürs Zusehen und wir sehen uns dann wahrscheinlich einfach das nächste Mal, wenn wir ja, viel zu tun haben. Versprochen. Also dann, bis zum nächsten Mal und viertel. Ja, ich bin mir ganz sicher, Müller. Wir gehen. Und fertig.